Hallo. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Linien stärker machen könnt im Affinity Designer bzw. auch umfärben könnt. Um jetzt die Linien stärker zu machen, könnt ihr im Affinity Designer einmal hier gehen auf Auswählen und dann auf Objekt auswählen. Und dann klappt es meistens ganz gut, wenn ihr hier die Kurven auswählt. Dann markiert ihr euch eigentlich nur die Kurven und nicht auch den Text. Wenn ihr jetzt einfach mit STRG A alles markiert, dann macht ihr euch natürlich auch den Text, wenn ihr Pech habt, dicker. Und dann kann man den natürlich meistens nicht lesen. Ich wähle es jetzt meistens mit diesen Kurven aus. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und dann hat er euch eigentlich hier immer schon direkt hier bei der Darstellung die Kontur und Füllung mit drin. Wir wollen ja jetzt eine Kontur machen. Wenn ihr dann hier draufklickt, könnt ihr hier auch direkt hier hinten auswählen, was ihr haben möchtet. Er zeigt euch das jetzt mit PT an. Das kann man auch umstellen in den Einstellungen, dass da grundsätzlich keine Punkt angegeben sein soll. Ihr könnt jetzt hier aber auch zum Beispiel einfach ganz einfach sagen, ihr möchtet das ganz gerne einen Millimeter dick haben oder einen Zentimeter dick oder wie auch immer. Ich habe es mir jetzt einfach angewöhnt. Ich mache mittlerweile einfach 4 Punkte. Meine Linien dick. Und jetzt habt ihr hier schon gesehen, jetzt sind also hier alle Linien dick geworden. Ich zoome mal einmal kurz rein. Die Schrift aber nicht. Jetzt mache ich es einmal kurz rückgängig. So sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus mit dem 4-Punkt. Farbe könnt ihr natürlich auch ganz einfach ändern. Wenn ihr hier vorne auf den Kreis einmal draufklickt, habt ihr entweder hier die Möglichkeit oder aber das Ganze bietet sich auch hier auf der rechten Seite. Da habt ihr also auch hier die Möglichkeit, die Farbe auszuwählen. Da müsst ihr nur immer hier schauen, was jetzt vorne ist, ob jetzt die Kontur vorne ist oder die Füllung vorne ist. Und eben auch hier könnt ihr die Konturstärke dann entsprechend einstellen. Dann gibt es hier auch die Möglichkeit zu sagen, ihr möchtet das Ganze gestrichelt haben. Dann könnt ihr hier unten euch ein Strichmuster eingeben. Das müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren, was euch lieber ist. Hier könnt ihr sagen, ihr möchtet alle gestrichelten Linien als Volllinie haben. Und wenn ihr natürlich nur einzelne Linien oder einzelne Sachen ändern möchtet, dann müsst ihr das natürlich einzeln anwählen und dann könnt ihr nicht das Ganze über dieses Auswählen gleiche Objekte machen. Wenn ihr den ganzen Schnitt schon in Ebenen habt, so wie hier, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch für die einzelnen Ebenen machen. Also ich kann jetzt einfach hier die Größenebene 122 auswählen und kann jetzt hier sagen, ich möchte aber hier ganz gerne die Linie. Dann muss ich also hier die Kontur nach vorne holen. Die möchte ich jetzt aber ganz gerne in einer anderen Farbe haben. Dann kann ich hier schön an dem Rad das einmal rumdrehen. Kann auch hier die Helligkeit der Linien nochmal ändern. Das ist also hier die ganz äußerste. Und kann jetzt hier einfach diese Farben rumprobieren. Wenn natürlich die Schnittteile in Ebenen sind, dann empfehle ich euch grundsätzlich eigentlich alle Linien schwarz zu machen, damit ihr dann später auch, wenn ihr ein PDF habt, und zum Beispiel einen dunklen Stoff oder einen sehr gemusterten Stoff, das dann in Acrobat Adobe ganz einfach umzustellen von der Farbumkehrung her. Und das funktioniert halt eben am besten mit ganz schwarzen Linien. Auch hier können wir jetzt noch einmal die Größe ändern. Hier mache ich jetzt auch einfach mal 4 Punkte. Dann hat sich jetzt also diese äußersten Linien hier dicker gemacht. Und auch das können wir natürlich jetzt hier für alle Ebenen machen. Dann markiere ich mir einfach alle 3 Ebenen. Nur eben die Beschriftungsebene nicht mit. Dann einfach meine 4 Punkte ein. Oder eben einfach ein Zentimeter. Ist jetzt ein bisschen arg dick. Ein Millimeter meine ich natürlich. Das sind dann ein bisschen weniger wie 4 Punkte. Ich habe es mir einfach angewöhnt, mittlerweile mit 4 Punkten zu machen. Das finde ich ist immer ausreichend dick genug. Das müsst ihr aber für euch selbst entscheiden, wie ihr das möchtet. Und bei der Schrift ist es jetzt eben so, dass wir die Schrift jetzt nicht in einem dicker oder größer machen können. Wir können zwar hier auch sagen, wir möchten Objekt auswählen und sagen hier zum Beispiel, wir wollen den Text auswählen. Da muss ich auch immer einmal kurz gucken, was es genau für ein Text ist. Ah, okay. In dem Fall, ich schaue mir jetzt gerade die Beschriftungsebene hier an.
In dem Fall sehe ich sogar, dass der Text hier nicht als Text angelegt ist, sondern auch als Kurven angelegt sind. Das bedeutet im Klartext, man kann das hier auch nicht einfach so markieren. Genau, wenn ich jetzt hier den Text ändern wollen würde, dann zeigt er mir das hier als Grafik an. Das heißt, ich kann den Text hier nicht umschreiben. Dafür müsste ich dann den Text neu einfügen, also neu reinschreiben. Einfach hier unten mit dem A-Symbol könnt ihr ja die Grafiktexte eingeben. Das heißt, dieser Text, der ist nur in Größen veränderbar, indem ich so aufziehe. Aber manchmal ist es ja auch so, dass euch da ganz komische Hieroglyphen drin steht. Diese Texte könnt ihr dann einfach nicht umschreiben, sondern müsst diese Texte einmal neu schreiben. Dann hoffe ich, euch mit diesem Video geholfen zu haben. Abonniert gerne meinen Kanal und gutes Gelingen bei euren Projekten.